Leute, was geht ab, Leute? Tag 3 von der Rückkehr der Daily Vlogs. Ich habe gerade mir geholt. Ich habe einen Ort, der ist relativ günstig. Also normalerweise überall, wo ich es sehe, immer nur 1,79. Also vor allem Edeka. Ich habe noch einen Rewe bei mir. Aber da ist halt oft sehr schnell immer ausverkauft. Und ja, immer auffüllen, nachdem die Jungs da waren. Ich finde es immer noch krass, dass wir das damals zur Premiere, zum Release bekommen hatten. Wir waren ja echt nicht groß, aber unsere natürliche Weise und diese Euphorie, wenn uns tatsächlich etwas schmeckt, hat die wahrscheinlich überzeugt, weil ihr seht, zwei Monate später und wir kaufen es immer noch jedes Mal privat. Also, wenn uns etwas schmeckt, genau wie Kogo, dann merkt man das auch. Und das ist halt viel wert, auch wenn wir klein sind. Wenn man echt etwas natürlich rüberbringt und das tatsächlich Klick macht, wieso nicht? Kuss geht raus an Tanzverbot, Alter. Ich habe gesehen, er hat über 100 Stück gekauft, mehrere Paletten, Alter. So, ich muss jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten, denn ich habe ein Meeting. Was das genau ist, erfahrt ihr nach dem Meeting. Okay, dann würde ich vorschlagen, du meldest dich, nachdem du mit Stefan gesprochen hast, und dann bist du ein bisschen, also du hast ein bisschen besseres Verständnis, also was der kann und was der Ball kann und was du nicht kann. Okay, dann hören wir uns um, weiß nicht, 16 Uhr oder sowas. Alles klar. Alles klar, bis dann auch. Bis später. Okay, so. Das war's. Ihr habt einen kleinen Teil von diesem Gespräch noch mitbekommen, das Ende. Wir haben Mauf da reinbekommen, auf eine sehr lustige Weise. Ja, aber Hong, du hast doch so viel Passive Income, monatliches Einkommen. Das stimmt. Und eigentlich habe ich auch null Interesse an diesem Job, geldtechnisch. Bezahlung sogar eher schwach. Aber für die Erfahrung, die ich dann für mein Startup, für Hongs Tour nutzen kann, dachte ich mir, nehme ich diesen Auftrag an, tatsächlich. Die wollen ein Produkt ausbringen. Die ersten Schritte sind natürlich Marketing, dies, das, an den Mann bringen, Influencer, anschreiben, Marketing. Und ihr seht, das ist eigentlich genau dasselbe, nur die Produkte ändern sich zwischen dem, was die machen, anbieten wollen und meinen Touren. Deswegen dachte ich mir, kann ich da eine Menge abschauen und lernen und werde dafür sogar bezahlt. Und natürlich ist es nicht Vollzeit, das ist ein kleiner Auftrag, das sind 1-2 Stunden am Tag. Bin gespannt, ob ich da etwas lernen, mitnehmen kann. Aber jetzt erstmal etwas essen gehen. Davor muss ich noch Geld abheben. Es ist Donnerstag, ich gehe mal einmal die Woche so ein Sandwich essen. Spitzewirtschaft Sendling. Heißt es Spitzewirtschaft Sendling oder nur Spitzewirtschaft? Keine Ahnung, ich habe ein Video dazu gemacht. Momentan sind es noch die besten Sandwiches, bis Tati seinen Foodtruck eröffnet. Hoffentlich demnächst. Er sucht noch ein paar Standplätze. Habe ich eigentlich einmal die Woche, weil die machen immer ein Wochen-Special. Das ist jede Woche ein anderes Sandwich. Und die haben mir auch schon angeboten, da mein eigenes super saftig Sandwich zu kreieren. Hab mich auch bei denen gemeldet. Aber der Instagram verwaltet, ist nicht der Typ, mit dem ich geredet habe. Also ich habe mich gemeldet, hey, wie läuft das ab mit dem Sandwich? Und der dann bei Instagram meinte, ja, ich informiere mich, ich spreche mal mit dem Boss und dann melde ich mich. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, ich komme vom Boss, ich habe schon mit dem geredet. Aber danach kam keine Antwort mehr. Gönnen wir uns schnell. Sandwich ein bisschen schon kalt geworden. Und dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das geht raus an Lukti. Ich versuche meinen Bubble Tea Konsum zu verteilen, sodass ich jeden Laden unterstütze. Weil Bubble Tea liegt mir am Herzen. Nicht nur, dass es mir schmeckt. Weil Hype, ihr wisst ja, Food und so, alles im Hype momentan. Hype ist immer gut. Aber Bubble Tea hat mal einen Anti-Hype erlebt. Auch Hype, der ursprüngliche Hype damals. Und dann Anti-Hype, irgend so ein Vogel mit Fake News, mit irgendeiner falschen Studie, war im Fernsehen, hat
hat dann das Leben von Hunderttausenden von Vietnamesen, Asiaten zerstört, indem er irgendwelche Fake News verbreitet hat mit seiner dummen, falschen Studie, weil er zu dumm ist, um irgendwas richtig korrekt zu sagen. Nicht mal die Eier hatte, sich irgendwann mal dafür zu entschuldigen. Und die deutschen dummen Medien das verbreitet haben wie ein Lauffeuer und dann sind alle Bubble Tea-Läden ausgestorben. Ja, und dann ist Zeit vergangen, die Menschen vergessen. Und zum Glück sind sie wieder da und ich will alle unterstützen. Schaut's mal, sogar mit spezieller Nachricht, super saftig, weil ich, wie gesagt, jede Woche da bin. Schreibt gerne unten in den Kommentaren, ob ihr auch so ein Stammlokal habt, wo ihr immer hingeht. Schaut's mal, Alter. Und natürlich hinterlasst gerne Like, Kommentar, Abo, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt. Schaut auf Twitch und Insta vorbei. Saftigkeit pur, Mann. Oh mein Gott, ey. Selbstgemachte Chips. Knusprig, das ist bestimmt noch geiler gewesen. Das Brot ist immer knusprig, relativ. Aber die Chips nicht mehr. Mit Roast Beef. Nach einem Monat habe ich es auch endlich mal geschafft, die Fernseher anzumachen. Wir lagen erst aber ein, zwei Wochen, nachdem ich sie bestellt gekauft hatte. Dann bin ich dazu gekommen, die aufzuhängen. Dann habe ich gemerkt, weil sie oben an der Wand sind, dass das Kabel nicht lang genug ist, um an die Steckdose zu kommen. Hab dann auch wieder eine Woche oder so gebraucht, jetzt sogar glaube ich zwei Wochen, bis ich mir die Verlängerungsdinger gekauft habe. Die sind heute angekommen und jetzt können wir endlich da fernsehen. Und jetzt muss ich das Video schneiden, den Vlog von gestern für euch heute, beziehungsweise für euch dann gestern, weil ihr seht das hier dann morgen. Wir kommen schon langsam in Verzug. Es ist erst Tag 2 und wir sind schon im Verzug. Was ist da los, Mann? Was denn? Oh, Leute, was geht ab, Alter, Junge? Willkommen zu einem neuen Vlog. Das mit der Tür habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Bisschen was zu diesen Auftraggebern. Ich glaube, das kann ich schon sagen, weil die brauchen eh ein bisschen Werbung. Groups nennen die sich. Wie der Name sagt, Groups, da gibt es verschiedene Gruppen auf dieser App. Die wollen halt zu jedem Themenbereich Gruppen haben, wo man sich treffen kann, wo in der man chatten, sich austauschen, auch miteinander reden kann. Und ursprünglich war geplant, Twitch-mäßig erstmal. Die ersten Gruppen sind irgendwie Twitch-mäßig, Twitch-Streamer und Games. Among Us war eins der ersten geplanten. Und jetzt sind wir irgendwie bei Bitcoin hängen geblieben. Weil der hat halt unsere Gruppe entdeckt, also mich und an unsere Gruppe und war begeistert halt von der unserer Telegram-Gruppe. Und das ist halt genau das, was er haben will oder was die haben wollen für ihre App. Bloß halt auf jeden Themenbereich. Und jetzt wollen die halt so die ersten Gruppen starten, dass das Ganze reinkommt und dann hier den hier. Ich habe vorhin schon eine Instagram-Story gemacht. Also die kriegen echt viel mehr als für sie, für das sie eigentlich bezahlt haben, weil eigentlich bin ich ja, arbeite ich für die, aber die kriegen mich ja sozusagen jetzt auch so als Influencer. Die kriegen einfach, ich bin zu vielseitig, die kriegen 3, 4 Fliegen auf einen Klatsch mit mir. Echt unverdient eigentlich. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. War schon interessant, die Strukturen, dies, das, wie sie arbeiten, mit was sie arbeiten, wie sie da herangehen, was für ein Budget sie haben, wen sie ansprechen wollen würden. All dies, das kann ich halt echt gut für Hongs Tour verwenden. Darauf kommt's an, Hongs Tour. Yo, Jackie Chan, bester Mann. Jo, ich habe die Fernseher angeschlossen. Hat überraschenderweise alles super leicht, easy funktioniert. Sogar mit den Lautsprechern. Ich muss noch einen besseren Platz für die finden. Ich hab jetzt hier einen. Hier irgendwo. Fernseher Nummer 1 Küche. Passt. Ich hab hier das, weil ich hatte noch keine andere Steckdose. Und der Fernseher passt auch. Das Einzige, was ich noch herausfinden muss, ist, ob ich Twitch einfach so schauen kann. Sollte auch kein Problem sein. Und den hier mit dem PC verbinden, dass wir da dann, was weiß ich, Spiele abspielen können. Also Switch-mäßig dann, wenn die Jungs Monster Hunter streamen wollen oder sowas. Oder Mario Kart demnächst, was heißt demnächst, aber bald, will Barisch einfach so andere Twitcher herausfordern, um Geld, so 1000 Euro, besieg uns in Mario Kart oder sowas, solche Sachen.
wenn das mit dem Burn, check das Video von gestern ab, wenn das mit dem Burn funktioniert und wir durch die Decke gehen, dann will Bagisch solche Sachen auf jeden Fall veranstalten. Ja, das mit Twitch hat funktioniert. Das mit dem Fernseher muss ich noch abchecken, ich habe das Kabel da und das nächste Mal, wenn die Jungs da sind, müssen wir den runternehmen, weil das Kabel ist weiter hinten, anstecken und dann mal testen. Das war's von mir. Abschließende Worte, ihr wisst Bescheid, folgt uns auf Twitch und Instagram. Investiert in Bitcoin, Krypto, DeFi. Lasst das Geld für euch arbeiten, monatliche Rendite, Cashflow, Zinseszins, Compound, Beste. Ansonsten, schönen Tag noch. Ciao.